Moin, meine lieben Heimwerker-Freunde. Ja, ich bin hier gerade an so einem kleinen Projekt dran und dann fiel mir irgendwie ein, ach ja, das ist ja der letzte Dienstag vor Weihnachten und ich wollte unbedingt noch meine Folge Klönschnack machen. Und das ist jetzt der fünfte Klönschnack. Und dann habe ich gedacht, vor Weihnachten oder auch vor, oder ja, vor Silvester auch, erzähle ich noch mal ein bisschen was. Und zwar, erstmal möchte ich Dankeschön sagen an all die Abonnenten, die ich in diesem Jahr dazu gewonnen habe, dann die tollen Geschenke, die mir gemacht worden sind von der Amazon-Wunschliste. Also da waren echt jede Menge tolle Sachen bei. Also generell war alles toll, was mir da geschickt worden ist. Ich war echt verwundert, dass mich echt so viele unterstützen. Also nicht, dass ich jetzt irgendwie scheiße bin oder so, aber trotzdem, ich finde es Wahnsinn, weil im Prinzip kennt man sich ja eigentlich gar nicht. Also klar, ihr habt ein Gesicht ja, zu mir, aber trotzdem kennt man sich ja irgendwie nicht persönlich und dass es da trotzdem Leute gibt, die mir was schenken, also es ist echt Wahnsinn. Also dann, ich habe von einem Abonnenten habe ich sowas wie Plexiglas gekriegt, der hatte mein Video gesehen gehabt wegen meinem Oberfriesenzirkel. Und da ist mir das Stück Plexiglas hinten weggebrochen und der hat mir was geschickt, das nennt sich Lexan, das wusste ich jetzt auch nicht, das ist ja so ähnlich wie Plexiglas, es ist nur, ja, es bricht irgendwie nicht oder schwieriger und also robusteres Plexiglas oder so, sage ich jetzt einfach mal. Lexan, das müsst ihr mal googeln, das ist auf jeden Fall interessant, wusste ich auch nicht, dass es da verschiedene Sachen von gibt. Und ja, dann habe ich auch richtig toll gewesen. Weiß nicht, vielleicht kennt der ein oder andere den ja auch. Das ist der Bastelopa Bernd. Mit dem hatte ich mal eine E-Mail geschrieben oder mit dem schreibe ich ab und zu mal E-Mails. Und der hat mir hier so tolle Versenker. Ich weiß nicht, ob ihr das so sehen könnt. So. Also habe ich vorher noch gar nicht gesehen. So. Also ich kenne zwar diese Holzbohrer, wo hier diese Senker drauf gesteckt sind, die man mit so einem Imbusschlüssel festmachen kann. Aber das sind irgendwie welche. Hier geht das noch so runter. Ich hoffe, ihr könnt das mal sehen. Mal gucken, vielleicht mache ich gleich nochmal eine Aufnahme. Auf jeden Fall habe ich das von dem Bastel-Opa Bernd gekriegt. Richtig geil. Vielen, vielen Dank, Bernd. Also ja, und ich finde es Wahnsinn. Also es gibt Leute, das weiß ich auch, die haben selber nicht so viel und trotzdem geben die viel. Und das finde ich immer erstaunlich. Und ich finde es schön, dass es solche Menschen irgendwie auf der Welt gibt, die im Prinzip selber nichts haben, aber trotzdem irgendwie was geben. Und also es ist echt Wahnsinn, vielen Dank dafür. Ja, finde ich einfach klasse. Ja, dann dachte ich, dass ich einfach nochmal so sage, was so in Zukunft ansteht. Also jetzt am Freitag kommt ein Namensschild. Ich weiß nicht, ich glaube, ihr könnt das auch hier so ein bisschen sehen. Ne? Also nicht das hier, das ist jetzt so ein Projekt, das mache ich einfach mal für mich so, ohne euch. Ein bisschen Musik an und so, das muss zwischendurch irgendwie auch einfach mal sein. Einfach mal Mucke an, einfach rumtüdeln ohne Kamera, das ist halt auch ganz schön. Habe ich mich heute übrigens noch mit Ali der Bastler, habe ich mich noch drüber unterhalten, dass das auch mal ganz nett ist, wenn man die Kamera mal weglässt. Naja, ist auch egal, auf jeden Fall. Ja, Namensschild, dann habe ich einen Schuhputzer gemacht, dann habe ich so einen Designer-Couch-Beistelltisch, ich nenne das mal Designer, weil das auch wieder so ein bisschen wild aussieht und so, mit Fototransfer und. Ja, dann habe ich ja die Kappsäge habe ich ja bekommen, oder die habe ich mir ja gekauft. Da habe ich nochmal so ein, ja, nicht Unboxing würde ich nicht sagen, also ich packe das Ding jetzt nicht mit euch zusammen aus, da hatte ich keinen Bock drauf, das finde ich persönlich immer so ein bisschen affig, da brauche irgendwie keiner sehen, wie ich jetzt eine Säge irgendwie aus der Pappe raushole oder so. Ich habe es dann halt einfach gemacht, ich habe sie rausgepackt, habe die halt zusammengebaut und habe einfach meinen ersten Eindruck so darüber erzählt. Es geht auch ein bisschen länger, das Video, ich weiß gar nicht, ich glaube, das geht auch so 15 oder 20 Minuten. Also es ist einfach komplett so mein allererster Eindruck. Ich habe ja selber mit der Maschine da noch keine Erfahrung gehabt, also habe ich da auch jetzt nicht so viel erklärt oder so ins Detail gegangen. Aber so mein ersten Eindruck, davon kommt halt auch ein Video über die Kappsäge, die ich mir geholt habe. Ja, Schuhputzer habe ich schon gesagt. Achso, dann habe ich noch so eine Holzkabeltrommel. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, diese riesen Kabeltrommeln. Die stehen manchmal auf Baustellen rum oder ja, in eine Werft oder so. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Auf jeden Fall sind die halt rund, also wie so eine Kabeltrommel, halt in groß. Und da habe ich dann für unsere Nachbarn, da habe ich so ein bisschen was dran gemacht, dass sie so ein bisschen schicker aussieht.
Die wollten die ganz gerne auf so einen Baumstamm draufstellen als Tisch und dann sollte da noch eine Tischplatte drauf kommen. Also da habe ich so ein bisschen, ja, wie nennt man das, Upcycling oder so, habe ich da so gemacht, so ein bisschen verschönert, ein bisschen was gemacht und so. Ja, dann, was habe ich noch? Ach so, ja, richtig cool. Es wird im nächsten Jahr wird's ein kleines Gewinnspiel, so eine kleine Verlosung von mir geben, oder was heißt klein, aber es ist eine Verlosung. Ich habe mir was Tolles ausgedacht und zwar, das könnt ihr euch ja schon mal aufschreiben, also am 16.01. kommt das Video raus. Das müsst ihr auf jeden Fall gucken. Es lohnt sich auf jeden Fall, da reinzuschauen und da mitzumachen. Also da freue ich mich auch tierisch drüber. Das ist so ein kleines, ja, Dankeschön an euch. Wie gesagt, also ich bekomme von euch ja auch echt viel zurück. Also klar, ich mache die Videos, aber ich kriege E-Mails. Wie gesagt, mir schicken Leute was zu. Ich kriege auch Tipps, richtig hilfreiche Tipps. Also das ist echt der Wahnsinn. Also es gibt so, so geile Heim- und Handwerker da draußen. Also das ist der Wahnsinn. Also also echt krass. Also genauso. Der Holzwurm Tom, der hatte jetzt auch so eine Challenge aufgerufen, oder ich glaube, die ist, glaube ich, sogar noch, das weiß ich jetzt nicht genau. Da hatten Instagramer und YouTuber, und ich weiß gar nicht, ob da auch noch andere Leute mitgemacht haben, aber da waren auch so super geile Boxen bei. Also, die sollten irgendwie so kleine Holzboxen bauen, also war jetzt nicht vorgegeben, ob Schmuckkästchen oder irgendwie sowas. Ich glaube, diese Verlosung oder die Abstimmung, wer das schickeste Kästchen hat, die ist, glaube ich, noch. Müsst ihr mal irgendwie gucken bei Holzwurm Tom. Ich glaube, der hat auch eine Internetseite, sonst bei YouTube ist der auf jeden Fall. Da waren so tolle Sachen mit bei, da habe ich nur gedacht, Wahnsinn, ey, was es für starke Heim- und Handwerker gibt. Also es ist einfach nur Wahnsinn. Finde ich richtig, richtig gut und also meinen größten Respekt. Also das ist echt, da waren echt tolle Sachen mit bei. Ja, jetzt bin ich am Überlegen, ob ich im nächsten Jahr, Anfang nächstes Jahr, vielleicht mal so ein Best-of mache oder so. Irgendwie so ein Jahres, ja, Überblick, so ein Rückblick, genau so ein Jahresrückblick oder so. Würde mich mal interessieren. Schreibt das mal unten in den Kommentaren rein, ob ihr da vielleicht Lust zu hättet. Wäre nämlich viel Arbeit, so die ganzen Videos durchzugehen und so ein paar Sachen rauszusuchen. Also hätte ich schon Bock drauf, aber ich würde mich mal interessieren, ob ihr da auch Lust zu hättet. Das würde ich dann irgendwie mal auf dem Dienstag oder vielleicht mal auf dem Freitag so ein bisschen mit Mucke hinterlegt. Irgendwie so ein kleines, so ein Zusammenschnitt, so die ganzen Projekte und sowas. Ja, könnt ihr ja mal unten in den Kommentaren mit reinschreiben. Ja, dann bin ich eigentlich auch soweit durch, sonst gibt es eigentlich gar nichts zu erzählen. Projekte habe ich erzählt, Amazon-Wunschliste, haben mir viele tolle Sachen zugeschickt. Ja, Projekte. Ja, und das ist definitiv letzte Klönschnack in diesem Jahr und deswegen wünsche ich allen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr, weil wir werden uns dieses Jahr persönlich oder im Klönschnack auf jeden Fall nicht mehr hören. Projekte kommen natürlich und ja, wie gesagt, frohe Weihnachten und guten Rutsch und dann sehen wir uns Freitag, euer Kreativbär. Ciao.